Andacht vom 14.03.2022, Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Heute haben wir beschlossen, eure Fragen zu beantworten. Es gibt noch viele Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Ich nehme Fragen, von denen ich denke, dass sie vielen Menschen helfen. Erste Frage. Mein Fleisch ist stark, wenn es mich zu Dingen führt, die Sünde sind. Wie bekomme ich mein Fleisch dazu, als Jünger Jesu zu handeln und Gott zu gehorchen? Antwort: Erkläre mir doch bitte, was mein Fleisch ist stark bedeutet. Meinst du, dass dein Fleisch dich zur Sünde verführt? Die Wahrheit ist, deine sündige Natur ist tot. Sie wurde am Kreuz getötet. Reinhard, warum falle ich dann so schnell in Sünde? Weil du die falschen Dinge glaubst. Dein Gehirn denkt das Falsche und dein Herz glaubt das Falsche. Du denkst, deine sündhafte Natur sei stark und dein Herz glaubt, dass du schnell in Sünde fällst. Reinhard, das ist meine Erfahrung. Ja, aber was du erlebst, es hängt von deinem Herzensglauben ab. Als ich das erkannt hatte, veränderte ich meine Herzensüberzeugung sehr schnell. Weißt du, die Versuchung trifft uns alle, jede Person. Die Frage aber ist, wie reagieren wir in der Versuchung? Wenn du denkst, du müsstest gegen deine sündhafte Natur kämpfen, dann stellst du eine falsche Überzeugung in den Mittelpunkt deines Denkens. Wenn du auf das Kreuz schaust und Jesus dafür dankst, dass deine sündhafte Natur am Kreuz gestorben ist, wird dein Herz glauben, dass du frei bist von der Kraft der Sünde. Und dann gelangt das in dein Denken und du musst nicht mehr sündigen. So wirst du ein wahrer Jünger Jesu. Nächste Frage. Was mache ich mit abschweifenden Gedanken während meiner Zeit mit Jesus? Ich kämpfe so sehr damit. Antwort: Jeder Christ kämpft damit. Das ist sehr normal. Dein Problem ist, du versuchst, dich auf den Kampf zu konzentrieren. Doch dadurch bekommt der Kampf sehr viel Aufmerksamkeit. Womit du dich beschäftigst, darauf konzentrierst du dich. Worauf du dich konzentrierst, wird Gewohnheit. Was Gewohnheit wird, kontrolliert dein Leben. Was dein Leben kontrolliert, wird ein Lebensstil. Ich erlebte das heute Morgen in meinem Stuhl auch. Ich hatte mir eine Woche freigenommen, um die Zeit mit meinen Söhnen zu verbringen. Dadurch habe ich viel Arbeit versäumt und muss viel nacharbeiten. Ich saß also da und dann kamen die Gedanken, was ich alles tun muss. Ich muss eine schwierige Entscheidung für Brasilien Kids Care treffen. Ich muss da eine Nachricht schreiben und dort etwas regeln. Ich saß da und mein Gehirn drehte fast durch. Aber ich habe gelernt, keine Gedanken zu bekämpfen. Was mache ich stattdessen? Ich benutze sie. In dem Moment, wo meine Gedanken bei der schwierigen Antwort waren, die ich heute noch geben muss, in dem Moment, wo mein Denken zu dieser Nachricht ging, da danke ich Jesus. Danke Jesus, dass deine Weisheit auch meine Weisheit ist. Ich werde deine Weisheit haben, wenn ich später die Antwort geben muss. Jetzt gebe ich es in deine Hand. Welche Gedanken auch immer, ich verwandle sie in ein Gebet. Jesus, du bist mit mir. Danke. Dann kann ich zurückkehren zu Jesus. Wenn du diese Gewohnheit in deinem Leben anwendest, wirst du eine ruhige Zeit mit Jesus verbringen können. Nächste Frage. Ich habe so eine starke Traurigkeit in mir. Ist das ein Zeichen für Unglauben? Antwort: Mein Herz schmerzt mit dir. Ich war im Jahr 2001 so depressiv, dass ich meinen Selbstmord schon geplant hatte. Doch meine Antwort auf deine Frage,
Ob deine Traurigkeit mit Unglauben zu tun hat, ist ein klares Nein. Diese Traurigkeit hat nichts mit Gott zu tun. Wenn unser Glaube geprüft wird, sind es Schwierigkeiten, durch die wir gehen. Der Test unseres Glaubens hängt mit Umständen zusammen, durch die wir gehen. Und hinterher erleben wir einen großen Sieg. Aber Gott will keine Traurigkeit. Die Bibel sagt, wir sollen uns durch irgendwelche Umstände nicht die Freude nehmen lassen. In Römer 14, 17 steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit in Jesus Christus. Wenn das Reich Gottes Freude ist, warum sollten wir traurig sein? Das Alte Testament spricht vom Freudenöl, das uns Gott gibt. Schwierige Umstände sollen also keine Traurigkeit in uns bewirken. Paulus war im Gefängnis und er schrieb dort: Freut euch im Herrn. Nochmals sage ich, freut euch. Deshalb gebe ich dir zwei Ratschläge. Erstens, wenn Traurigkeit dein Leben bestimmt, musst du den Gedanken zurückweisen, dass Gott dich prüft. Zweitens, finde die Wurzel dieser Traurigkeit. Du beschreibst eine starke Traurigkeit. Es geht nicht um die Symptome. Du musst die Wurzel dafür finden. Bitte den Heiligen Geist, dir zu helfen. Du musst ja wissen, wohin du da schauen musst, um damit umgehen zu können. Nächste Frage. Wie kann ich eine Person lieben, die ich wirklich nicht mag? Antwort. Wenn ich euch sage, dass ich euch liebe, ist das kein Kompliment. Es ist meine Christenpflicht. Da gibt es ein Gebot. Aber mögen muss ich niemanden. Dazu gibt's kein Gebot in der Bibel. Wenn ich also sage, ich mag dich, dann ist das ein Kompliment. Du musst also niemanden mögen, aber lieben sollst du alle. Was bedeutet das? Liebe ist eine Entscheidung. Wenn du verstehst, dass die Liebe Gottes in dir wohnt, musst du etwas sehr Einfaches lernen. Die Liebe ist in dir durch den Heiligen Geist. Du musst dich nur entscheiden, sie durch dich fließen zu lassen. Wisse, Gott liebt die Menschen durch uns. Es ist seine Liebe. Wenn du denkst, ich muss die anderen lieben, es ist meine Verantwortung, dann ist es schwer. Aber wenn ich weiß, dass ich diese Liebe Gottes schon in mir habe und mich nur entscheiden muss, sie zu den anderen Menschen fließen zu lassen, ist es einfach. Ein letztes, das hat mir sehr geholfen. Ich denke, es ist gut, 1. Korinther 13 zu nehmen. Das ist das große Kapitel über Liebe. Dort ist beschrieben, was und wie Liebe ist. Ich schrieb mir die Eigenschaften der Liebe einzeln auf und meditierte jeden Tag darüber. Ich formulierte sie dabei sehr persönlich um. Liebe ist geduldig. Ich bin geduldig. Reinhard, das stimmt doch nicht. Hier ist, was ich tat. Wenn ich eine neue Natur in mir habe, ist das die Natur der Liebe mit allen Einstellungen der Liebe. Mein Herz konnte diese Wahrheit immer mehr ergreifen und dann konnte ich es leben. Nächste Frage. Denkst du, dass jemand, der gestorben ist, immer noch mit uns kommunizieren kann? Antwort. Das ist eine Frage, die sehr kontrovers diskutiert wird. Erst einmal, ja, sicher denke ich das. Heute früh in meiner Andachtszeit las ich das. In Lukas Kapitel 9. Jesus ging hinauf zum Berg der Verklärung. Die drei Jünger waren mit da, Petrus, Jakobus und Johannes. Dieser Bericht ist kein Gleichnis, sondern eine Erfahrung. Jesus sprach mit zwei Männern, mit Moses und Elia.
Die Menschen sagen immer, die Bibel verbietet uns, mit den Toten zu sprechen. Sie verstehen nicht, dass mit Jesus alles sich veränderte. In Johannes 11 sagt Jesus, wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, lebt er. Es geht nicht darum, ob man miteinander kommunizieren kann, sondern es geht darum, ob die Menschen in Christus gestorben sind. Paulus sagte zu den Philippern, ich sehne mich danach, bei Jesus zu sein. Ich weiß nicht, was besser ist, aber zu eurem Wohl bleibe ich hier. Wenn ihr die Briefe der Apostel studiert und Jesu Worte anschaut, stellt ihr fest, Christen sterben nicht, sie gehen nur zu einem anderen Ort. Deshalb mag ich es nicht, wenn Christen den Tod behandeln, wie die Welt es tut. Eins werde ich sicher nicht tun: trauern. Ich werde eine Party feiern. Warum sollte ich eine Beerdigung ausrichten für einen Menschen, der in Christus gelebt hat? Die Person feiert im Himmel und wir sollen trauern? Sie sind lebendig dort, sie haben nur den Ort gewechselt. Die Frage ist vielleicht, ob wir versuchen sollen, Kontakt mit diesen Leuten aufzunehmen. Wenn unser geistliches Zuhause der Himmel ist, warum können oder sollen wir die Menschen, die jetzt im Himmel sind, nicht sehen und sprechen? Ich glaube auf alle Fälle, dass Menschen, die Teil der Wolke der Zeugen sind, die Hebräer deutlich beschreibt, sehen, was wir tun und was wir sagen, und ich bin überzeugt, sie können Kontakt mit uns aufnehmen. Die Frage ist also, sind die, die weggegangen sind, als Christen bei Jesus im Himmel? Es gibt keine Lehre im Neuen Testament nach dem vollbrachten Werk des Kreuzes, dass es den Menschen im Himmel nicht erlaubt ist, mit Menschen auf der Erde Kontakt aufzunehmen. Hier ist eine gute Frage, aber sie wird zu kontrovers diskutiert. Ich werde sie nicht beantworten. Nächste Frage. Wie kann ich ein Herz nach Gottes Willen haben? Antwort. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ist das nicht interessant? Und David hatte den Mann einer Frau getötet. David hatte gelogen. David hatte sich die Frau eines anderen genommen. Halt dich fest. Wenn David mordete, log und sich eine fremde Frau schnappte, bedeutet das, dass ich all das tun darf und dennoch Gott gefalle? Das ist doch eine gute Frage. Schauen wir den Kontext an, in dem das geschrieben steht. Ich zeige euch den Unterschied zwischen dem Herzen Davids und dem Herzen Sauls. Saul wurde als erster König Israels berufen. Er beging eine Sünde und fiel vor Gott in Ungnade. Seine Sünde wirkt nicht so schlimm. Gott sagte, er solle anbeten und dann die Feinde zerstören. Der Prophet kam zu spät, deshalb opferte Saul selbst das Opfer, dann zog er in den Kampf. Was ist daran so schlimm? David beging einige Sünden. Gott konfrontierte all seine Sünden. Du bist nicht ein Mensch nach dem Herzen Gottes, wenn du keine Sünden hast. Wir haben alle Mist gebaut. Als der Prophet Samuel Saul konfrontierte und ihn fragte, warum er so gehandelt habe, hatte Saul nichts auf Lager außer Entschuldigungen und Selbstrechtfertigung. Die Menschen machten Druck auf mich. Du kamst zu spät. Er gab anderen Menschen die Schuld für seine Schuld. Deshalb musste Gott ihn zurückweisen. Als David von Nathan konfrontiert wurde, was geschah? Er zeigte ihm seine Sündhaftigkeit. David war der König. Er hätte Nathan sofort töten können. Wie aber reagierte David? Ich bin ein Sünder. Er schrieb Psalm 51. Gott, schaffe in mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich möchte wieder deine Erlösung erleben. Warum sagt die Bibel, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war?
Nicht, weil er nicht sündigte und nichts falsch machte. Ich fand David einen Mann nach meinem Herzen, der alles so tat, wie ich es wollte. Wie reagierst du, wenn dein Herz konfrontiert wird? Wenn Gott dir zeigt, dass da etwas in deinem Herz falsch ist? Gibst du anderen die Schuld für alles? Dann wirst du Gott nicht beeindrucken. Oder bist du bereit umzukehren? Gott, ich brauche Rechtfertigung, Gnade, Erbarmen, Vergebung. Nächste Frage. Warum kennen wir heutzutage keinen Menschen wie Petrus? Antwort. Eigentlich sollten wir solche Menschen kennen und selbst so leben. Das ist traurig. Tatsächlich aber kennst du wahrscheinlich jemanden, denn du kennst mich. Die Menschen berührten mich und wurden geheilt. Ich umarmte sie und sie waren gesund. Ich betete übers Internet und sie wurden geheilt. Außerdem gibt es überall auf der Welt Menschen, die wie Petrus sind. Deine Frage sollte vielmehr sein, warum bin ich nicht die Person, durch die sie geheilt werden, wenn ich vorbeigehe? Du solltest so sein. Du musst sehnsüchtig danach trachten, so zu sein. Das muss unser Herzenswunsch werden. Nächste Frage. Wie wissen wir, ob wir den Willen Gottes erfüllen? Antwort. Ich glaube nicht an den Willen Gottes, wie die meisten Christen ihn verstehen. Die meisten Christen denken an den speziellen Willen Gottes. Davon steht nichts in der Bibel. Der Wille Gottes ist etwas sehr Offenes. Gott sagte zu mir, Reinhard, geh nach Brasilien, mehr nicht. Wenn er genaueres gewollt hätte, hätte er es gesagt. Ich glaube nicht, dass wir den genauen Willen herausfinden und erbeten müssen. Denn wenn unser Denken erneuert ist, wissen wir Gottes Willen immer. Wir denken so fleischlich, wenn wir an Gottes Willen denken. Aber es ist nicht schwer, Gottes Willen zu kennen. Wir haben so eine seltsame Vorstellung von Gott. Gott bestimmt mein Leben. Ich muss seinen Willen herausfinden, sonst bekomme ich Probleme. Wenn du ins Bett gehst und heute alle Menschen geliebt hast, warst du im Willen Gottes. Gott hat dich für Intimität mit ihm geschaffen. Wenn du das gelebt hast, warst du im Willen Gottes. Alles andere, was er möchte, wird er dir aufzeigen. Stell ihm keine Fragen, die er nicht beantworten wird. Soll ich bei dieser oder jener Firma arbeiten? Gott spricht so nicht. Du denkst, du kannst ihn nicht hören, aber er spricht einfach nicht. Dann suchst du einen Propheten, der dir Richtungsweisung geben kann. Doch Gott spricht so nicht. Du darfst selbst entscheiden. Petrus wurde zu den Juden gesandt. Paulus war zu den Nationen gesandt. Paulus hörte von Gott nie, morgens gehst du in diese Stadt. Nein, Paulus beschloss selbst, in welche Stadt er ging. Gott sagt dir nicht, was du tun sollst. Geh in Liebe und tu, was du tun möchtest. Ich lehrte vor Jahrzehnten in einer Bibelschule, dass ich glaube, dass es ausreicht, so zu leben. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit aller Kraft und mit deinem Denken und mit deinem Herz und liebe deinen Nächsten wie dich selbst und tue dann, was du tun möchtest. Sie waren so sauer auf mich. Wenn du liebst, wirst du nichts tun, was ihm nicht gefällt. Als ich nach Brasilien kam, fragten mich alle, warum hat Gott dich hierher geschickt? Ich antwortete, ich weiß es nicht. Ich tue, was ich tun werde. Dann sah ich die Kinder auf den Straßen und beschloss zu handeln. Gott wird dein Leben nicht micromanagen. Im Garten Eden sagte Gott nie zu Adam und Eva, von welchen Bäumen sie essen sollten.
Er sagte nur, esst frei von allem, berührt nur diesen einen Baum nicht. Gott sagt heute, liebe nicht das Geld, sei gastfreundlich, liebe alle, dann bist du im Willen Gottes. Mehr musst du nicht wissen. Frage dich, mache ich das, um Geld zu kriegen? Dann ist es falsch. Möchte ich bekannt werden? Dann ist es falsch. Tue alles, um ihn zu verherrlichen und ihm zu dienen. Es ist nicht kompliziert. Das größte Problem ist, wir sitzen auf dem Thron unseres Lebens. Solange das so ist, wirst du Probleme haben zu erkennen, was er von dir will. Nächste Frage. Wie komme ich zurück in eine Kirche, zu der ich mich nie zugehörig gefühlt habe? Antwort. Schließe deine Augen und antworte spontan auf meine Frage. Du musst nicht lange darüber nachdenken, sondern du sollst sofort antworten, was ist das Erste, was du denkst? Häufig ist es ein Bild. Schließe die Augen. Denk an deine Kirche. Welches Bild hast du? Die meisten Menschen sehen bei dem Wort Kirche ein Gebäude, den Pastor. Sie denken an Predigt oder Versammlung. Aber Kirche ist nicht ein Gebäude, eine Versammlung oder der Pastor. Kirche besteht aus Menschen. Das ist das einzig richtige Verständnis von Kirche. Im Griechischen bedeutet das Wort für Kirche die Herausgerufenen aus der Welt. Kirche sind immer Menschen, die aus dem System dieser Welt herausgerufen wurden. Deine Frage, wie kann ich zurück in eine Kirche gehen? Das macht keinen Sinn. Die Kirche kann sich treffen, aber niemand kann in eine Kirche gehen. Für die ersten Christen wäre diese Ausdrucksweise sehr seltsam gewesen. Sie verstanden, dass sie die Kirche waren. Es gab kein Gebäude, keine Hierarchie, keine Liturgie. All das war unbekannt. In Apostelgeschichte 8 wurden sie verstreut. Sie bewegten sich also, aber sie waren immer noch die Kirche. Du kannst also nicht zurückgehen in eine Kirche, deren Teil du warst. Du kannst nur in ein System zurückkehren. Wenn du dich nicht als Teil dessen fühlst, dem du zugehört hast, dann vergib, vergib, vergib. Sei nicht ärgerlich auf ein System, das dich nicht angenommen hat. Vergib und liebe. Rede nicht mehr über das, was sie dir angetan haben. Und dann liebe Menschen. Menschen, die im System leben und die du nicht verstehst. Dann sag, Jesus, ich will nicht auf das System reagieren. Das ist nicht gut. Ich bin die Kirche. Ich will lieben. Verbinde mich mit den Menschen, die mir gut tun. In der Apostelgeschichte steht, dass Gott die Menschen hinzufügte. Die Menschen predigen das Evangelium, aber Gott verbindet. Bitte also Gott, dass er dich verbindet. Er wird es übernatürlich tun. Wir müssen werden, wie die frühe Kirche miteinander umgegangen ist. Einander lieben, füreinander da sein. Das hat nichts mit einer sonntäglichen Versammlung in einem Gebäude zu tun. Kirche ist voller Leben Christi. Die meisten Christen leben ihr christliches Leben einmal oder zweimal in der Woche. Denk darüber nach. Jesus unterstützt das nicht. Nur das System unterstützt das. Die wahre Kirche ist so. Alle schauen auf das Haupt, Jesus, und lieben einander. Ich hatte vor 30 Jahren beim Fasten diese offene Vision. Ich sah die Welt als Erdball. In den Häusern leuchteten kleine Kerzen. Sie wurden immer mehr rund um die Welt.
Der Geist Gottes wurde über diesen Häusern freigesetzt. Dann wurden die Lichter hell. Was Jesus mit seiner Kirche in den letzten Tagen tut, ist anders als das, was wir erwarten. Die Welt sehnt sich danach, dass die Christen Licht für Jesus sind und ihn ausdrücken. Die Welt hat es satt, noch jemand weiterem zuzuhören, sonntags in ein Gebäude zu gehen, irgendeiner Liturgie zu folgen. Die Welt sehnt sich danach, die Söhne Gottes offenbart zu sehen. Danke fürs Zuhören.